What's happening? It's your boy Lero und wir sind hier in Lausanne vor der Polylan, wo ich persönlich mitgemacht habe und 3 Tage gegammelt habe. Aber für all die, die jetzt da draußen nicht da sein können, wir zeigen euch gerade jetzt, wie es da drin war und ich zeige euch noch, wie ich das Ganze erlebt habe. Let's go! So, wir sind jetzt hier in der Eingangshalle und natürlich redet alle Französisch, meine Stärke. Null kann ich von diesem Zeug reden. Weil wir alle schon ein Badge haben. Moment. Bonjour. Voilà. So, jetzt sind wir hier drin. Das ist die Eingangshalle. Sehr gross, sehr pompös. Und jetzt bewegen wir uns gerade mal in den Raum hier. So, wir stehen jetzt im Cinemax von der Polylan. Da wird nachher das Final gecastet in allen Spielen. Wir haben sogar das Castetable auf der anderen Seite von dem Metallding. Aber wir sehen es dann nachher, wenn wir durchlaufen. Ganz viel Platz, sehr cool. Ausgerichtet, eingerichtet. Da haben wir Castetables. Und das ist dann wirklich für all die, die zuschauen, ein mega Erlebnis. Wie ein Kino. Ganz geil. Aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt sind wir bei der Famous Rolltreppe. Wir können raufgehen. Dort gibt es verschiedene Animationen. Smash kann man spielen, Mario Kart und noch vieles mehr. Dort habe ich auch noch eine gute Zeit verbracht. Aber wir gehen jetzt dort, wo es wirklich ernst wird, und zwar runter an die Lan. Let's go! Und da sehen wir dann auch schon alle Leute voll am Zocken. Und da habe ich wirklich die 3 Tage verbracht mit all diesen coolen Leuten. Und es war wirklich ein atemberaubendes Erlebnis. Es war meine erste LAN und ich muss sagen, es war überwältigend. Sehr, sehr positiv überrascht. Für jeden Game-Enthusiast unbedingt mal an eine LAN gehen. Es ist ein wirklich geiles Erlebnis. Aber jetzt schauen wir da mal ein bisschen, wie die so ausgestattet sind. Okay, da sehe ich gerade ein paar bekannte Gesichter. Bevor wir zum Admin-Table gehen, gehen wir noch schnell da rein. Und überraschend, 2 Personen. Oh, wer haben wir da? Sagt Hallo in die Kamera und das Mikrofon. Hallo, ich bin der Elia Nödel del Favero. Yay, und wer haben wir hier neben dir? Ist er voll im Spiel, der HDK. Ja, Mind Sanity, Unterstützung. Und wieso spielt der Elia nicht? Der hat schon gewonnen und ist jetzt recht weit vorne. Zwar immer noch im Loser Bracket, aber gut dran momentan. Gönnst du, oder? Ja, ich hoffe es. Locker. Sehr gut. Gut, jetzt gehen wir weiter. Da sehen wir gerade, welche Games, welche Admins für welche Games zuständig sind. League of Legends, Counter-Strike GO, Hearthstone, Overwatch natürlich, mein Favorite auf dieser Seite. Alle Admins natürlich mega, mega stressig am Arbeiten. Ich zeige es schnell, das ist episch. Enjoy, ja? Yeah? Und da noch die Cafeteria. Sehen wir es noch von Close-Up. Essen wird immer schön zubereitet. Wir hatten geile Hotdogs hier. Selber können die Soße drauf tun. Gute Würste, gute Desserts. Und mein Lieblingsessen. Wo ist es? Es ist nicht drauf. Coq Monsieur. Ah, schade. Sandwich heisst Coq Monsieur. Okay. Jedenfalls gehen wir gerade noch dort hinter, weil dort hat es auch noch eine Sektion mit LAN-Spielern. Gehen wir gerade rüber. Wir nähern uns jetzt am Bunker. Da ist nochmal ein separater Raum. Für auch noch viele Streamer haben sich, glaube ich, da rein eingenistet. Irgendwo mal, ganz am Anfang, habe ich gehört. Aber ich sehe gar keinen. Aber wir sehen da auch nochmal ein kleines Räumchen inside der grossen Polylan. Da sind wir noch im H-Sektor. Viele PCs abgeschaltet. Rage Quit, who knows. Aber wir sehen da natürlich auch noch ein paar Leute, voll ehrgeizig am Zocken, ehrgeizig am Spielen. Und da hinten endet es eigentlich schon. Die ganze Polylan haben wir jetzt mehr oder weniger gesehen mit allen Leuten, mit allem Coolen drum und dran. Und jetzt gehen wir noch zu meinem Table und checken das dort ab. So, jetzt bewegen wir uns ins wichtige Territorium, und zwar zu meinem Team. Aber jetzt sehen wir da noch
andere Teams, ein geiles Setup von einem PC natürlich. Und jetzt gehen wir zu meinem Overwatch-Team. Drunken Rabbits, alle schon hart dran am Zocken. Leider können sie gerade nicht mit mir trainieren. Ah, der spielt Quake. Okay, die spielen Quake. Interessant. Aber da haben wir die richtigen Stallhärten sicher, die Overwatch schon am Turnieren sind, weil es geht für uns weiter. Wir haben uns können durchboxen durch ganz, ganz starke Teams und auch ja, nicht so starke Teams, aber es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Erlebnis. Und dort noch, dann kann man darauf zeigen, sieht man meinen PC und dort hocke ich einfach noch nicht, aber das kommt dann nachher. Nachher geht es dann weiter für uns mit dem Overwatch-Turnier und wer weiß, vielleicht schaffen wir es noch in Top 3. Wenn nicht, egal, wir haben mitgemacht und wir sind weggekommen und das wird richtig geil. Aber vorerst, Polylan hat glaube ich 1200 Leute gehabt. Sieht zwar nicht so aus, aber es ist momentan die grösste LAN und es ist wirklich überwältigend. Nochmal zu sagen, die LAN ist wirklich geil, obwohl es für uns Deutschschweizer ein bisschen schwierig war, weil alles auf Französisch ist. Alle Messestände können nicht so gut Englisch, als es geht noch, aber auch bei den Admins gibt es Komplikationen und auch die Setups, die es braucht, wo wir Tournaments mit eintragen, Points mit eintragen, ist ein bisschen schwierig gewesen. Ich hoffe, in Zukunft, für die nächste Polyland wird es ein bisschen besser ausgestattet sein für die Deutschschweizer, weil es sind viele Deutschschweizer da. Aber grundsätzlich eine ganz geile LAN und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal auf eSports.ch. Peace. eSports.ch Powered by UPC.